Dieser Krieg wird niemals enden, haben die Schamanen vorhergesagt. Nur ein Stamm wird die Gunst der Götter erhalten und mit Thors Hilfe zum endgültigen Sieg geführt werden. Um euch diese Gunst zu sichern, müsst ihr die mächtigste Festung errichten, die größte Armee rekrutieren und die stärksten Verteidigungsanlagen bauen. Nur so könnt ihr euch den Sieg sichern. Vikings Gone Wild, das Brettspiel, bringt das bekannte Online-Spiel auf eure Spieltische. Übernehmt die Führung eines Stammes und beweist den Göttern, dass ihr ihrer würdig seid. In Phase 1 füllen die Spieler ihre Produktionsstätten mit frischen Ressourcen auf. In Phase 2 ziehen alle Spieler 5 Karten. In eurem Zug könnt ihr Gebäude, Einheiten und Verteidigungsanlagen bauen. Zahlt den Preis der Karten in Bier und Gold. Gebäude bleiben bis zum Spielende in eurem Dorfbereich liegen. Alle anderen Karten kommen auf euren Abwurfstapel. Der effizienteste Weg, zu Ruhm zu gelangen, ist, andere Spieler anzugreifen. Um angreifen zu können, benötigt ihr Einheiten oder Helden, die ihr auf die Gebäude eurer Gegner loslasst. Den Sieg erringt ihr, wenn der Angriffswert eurer Einheiten gleich oder größer dem Verteidigungswert des angegriffenen Gebäudes ist. Der angegriffene Spieler kann den Verteidigungswert durch Karten von seiner Hand, wie zum Beispiel dieser hier, erhöhen. Die mächtigsten Karten im Spiel sind die göttlichen Günste, die ihr nicht kaufen könnt, sondern euch verdienen müsst. Seid ihr bereit, den Göttern zu zeigen, wer der Beste unter euch ist? Gemeinsam mit Everyday I Play, dem Entwickler des Online-Spiels, haben wir über ein Jahr gearbeitet, um ein tolles Deckbuilding- und Ressourcenmanagement-Spiel zu erschaffen. Leicht zu lernen, aber mit einer strategischen Tiefe, sodass ihr wieder und wieder spielen wollt. Was ich an diesem Spiel absolut toll finde, sind die Grafiken der Gebäude und der Einheiten. Die Grafik ist überragend. Ich liebe die Farben. Es ist ein buntes Spiel. Tolle Grafiken und ein schnelles Spiel, wenn man die Regeln kennt. Man hat viele Möglichkeiten in diesem tollen Spiel. Die Mechanik ist sehr gut. Mechaniken? Perfekt. Ich kann so viele Sachen machen. Die Interaktion zwischen den Spielern macht es zu so einem tollen Spiel. Das Spiel ist wirklich gut und bietet einen hohen Wiederspielreiz, weil die zahlreichen Auftragskarten die Spielerentscheidungen beeinflussen. Hi Leute, wir haben fast ein komplettes Jahr an diesem Spiel gearbeitet, getestet und gebalanced. Vikings Gone Wild ist ein toller Mix aus Deckbuilding und Ressourcenmanagement, mit dem ihr zahlreiche Stunden Spaß mit euren Freunden und eurer Familie haben könnt. Probiert es aus! Danke für eure Unterstützung. Ab sofort in der Spieleschmiede.